Sehr gut. Ah ja, okay. Jetzt ein paar Schritte. Die Beine strecken. Den Kreislauf ankurbeln. Okay, wie drehe ich mich denn jetzt hier? Nehmen Sie sich ruhig Zeit. So viel Sie brauchen. Wir haben den ganzen Tag. Ja, aber ich hab's nicht eilig. Ja, ich aber. Weißt du? Wissen Sie, an klaren Tagen kann man die Gipfel der Berge in der Sonne glitzern sehen. Warte mal, vielleicht muss ich ja den Zettel. Kann ich hierbleiben, solange Sie gehen üben? Ha. Rendezvous von Abe und Su. Hallo? Ich hätte das gern gelesen. Rendezvous von Abe und Suzanne. Einen Happen Essen ganz locker umdrehen. Ich habe mir das Handgelenk gebrochen. Kann ich helfen? Was ist los? Alles okay? Alles super. Besorgt? Oh, ich glaube, mir fällt was ein. Besorgt? Ich weiß nicht, was los ist. Okay. Ey, komm schnell. Mensch, hat man denn hier nie mal Ruhe? Rendezvous von Abe und Suzanne. Ein Happen Essen ganz locker umdrehen. Was steht da? Dienstag. Laundry. More equipment. Patient visits. Was ist nochmal Laundry? Verdammte Axt. More equipment, also mehr Ausrüstung. Patientenbesuch. So? Okay, also ich. Oh, da ist ja was. Ich weiß jetzt zwar, wie man sich umdreht und wieder zurückläuft, aber wie man sich jetzt dreht, gedrückt halten, aufs Bett setzen. Wie man sich jetzt ganz normal dreht. Haben Sie ein Stück Papier mit meinen Notizen drauf gefunden? Ja, liegt da. Sie sind direkt hier. Haben Sie das gelesen? Ja. Naja, ich bin ehrlich. Das hätten Sie besser nicht. Ihnen war sicher nur langweilig. Aber Neugier ist gefährlich. Helfen wir Ihnen ins Bett. Wird bald dunkel. Ja? Okay, Licht aus. Okay, Licht aus. Hallo. Was zum Teufel? Okay. Ich stehe mal auf, gefällt mir besser. Da ist ein Hirsch. Hallo Hirsch. Nabureon don Kabu Ashinuega Kontiki. Ah, indianisch. Klasse. Hey Mann, einfach mir nach. Na los. Ja, aber der Rollstuhl leuchtet da. Warte, kommt die Pizza hoch? Dir kommt die Pizza hoch? Oh Gott, lass mal lieber. Hoffentlich nicht beides. Okay, also ich stehe jetzt hier. Da hat auch irgendwas. Ich komme mit der Steuerung noch nicht so ganz klar. Oder man kann nur geradeaus laufen und kann. Naja, ist egal. Ich werde es ja sehen. Kann ich irgendwie sprinten? Alles klar. Typ mit dem Geweih. Das kommt vor. Und wie? Wie entscheide ich mich denn jetzt hier für eine Richtung? Hä?
Also umdrehen kann ich mich? Und wieder umdrehen? Aber wie laufe ich denn jetzt in diese Richtung da? Was ist denn das für eine fucking Steuerung? Ach doch, wenn ich mich. Okay. Ich mach mal. Nanut Aguta Kido Nakaniga. Wer? Ach, da bist du ja. Warte kurz. So ist's gut. Immer bei mir bleiben. Was? Oh, ich sitze wieder. Schönen guten Morgen. Moin. Ist das Essen? Freundlich, guten Morgen. Wer ist das? Oh, müssen wir jetzt so schnell sein? Tja, das ist eine sehr gute Gelegenheit für Sie, den Umgang mit anderen Menschen zu üben. Stellen Sie sich doch einfach einmal vor. Nun. Wir sind bei Ihnen sehr zuversichtlich. Sie werden vollständig genesen. Da will jemand raus. Klar, es gibt immer Patienten, denen wir nicht helfen können. Aber ich weiß, Sie wollen gesund werden. Kennen Sie schon Ihren Zimmergenossen? Na, bist sehr sympathisch. Ja, lass uns alleine einfach. So, Tag. Wer bist du? Okay, da wir hier festsitzen, sollten wir uns besser kennenlernen. Was bringt Sie in dieses Etablissement? Freund, ich habe Amnesie. Ich bin im Urlaub. Ich habe Amnesie, glaube ich. Deswegen hält man mich auch hier fest. Das Verrückte ist, ich leide nicht unter Amnesie. Mein Verstand ist klar. Trotzdem fuschen die mir im Hirn rum. Also... Diese Behandlung, wird sie denn leichter? Glaube nicht. Ich will es mal hoffen. Hoffentlich haben Sie recht. Ich bin Gordon. Und Sie? Ja, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich weiß nicht. Was machen wir hier? Ich weiß nicht. Na klar, die Hälfte der Patienten hat keinen Plan, wer sie sind. Schmerzen lassen wohl nie nach. Ja. Ich mache ein Nickerchen. Bis später. Okay. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit dieser freien Bewegung hier nicht wirklich klar. Also, ja. Ich werde. 2 Stunden 19 Minuten. Ach so. Jetzt habe ich das. Das gibt aber. Das ist ja jetzt. Das muss man erstmal rausfinden. Das haben sie mir nicht erklärt, dass man die gedrückt halten muss. Oh, der beißt sogar ab. Ist ja verbrannt. Wollte ich nur das erwähnt haben. Wie bitte? Wollte ich nur erwähnt haben. Was? Ich hab nichts gehört. Ich sag lieber nicht mehr. Ne, sag nochmal. Okay. Wenn ich ins Bild käme, wüssten die Fans, wie attraktiv der Co-Host ist. Der Co-Host ist in festen Händen, das ist eigentlich egal. Naja, davon kann ja noch nicht die Rede sein. Ich bin. So. Mensch, das ist ja klasse, dass ich jetzt endlich mal gecheckt habe, wie... Aua! Hell! Es ist schon beinahe 4 Uhr. Es ist
dein Schaltjahr. Wir haben einen vollen Tag extra. Mal sehen, wie wir ihn nutzen. Es heißt doch immer, in einem Schaltjahr könne man etwas Besonderes tun. Zum Beispiel als Frau einen Antrag machen. Ist das verrückt? Ja, total. Boah, also das mit dem freien Drehen, das ist schon geil. Also es ist tatsächlich ein kleines bisschen Motion Sickness, die mich da immer noch erwischt, aber nur ein bisschen. Ja, kann ich hier raus? Lasst mich raus, lasst mich raus! Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Ach. Hallo, Kollege? So, ja. Hi, dann hi. Okay. Also so geil. So geil ist die freie Steuerung dann auch nicht. Aha. Ja. Ist ja klasse. Geht ja nicht mal was. Okay, also ich bilde mir ein, dass mit dem Fenster da hat irgendwas auf sich. Schaltjahr. Wir haben einen vollen Tag extra. Mal sehen, wie wir ihn nutzen. Es heißt doch immer, in einem Schaltjahr könne man etwas Besonderes tun. Das haben wir alle schon gesehen, Fräulein. Zum Beispiel als Frau einen Antrag machen. Ist das verrückt? Mhm. Okay, die waren im Bild da. Vielleicht bringt mich das weiter. Interview war Sonntag. Nee, Samstag. Okay, ich habe irgendwie komisches Gefühl hier. Es geht nicht wirklich weiter. Soll ich mich vielleicht einfach nochmal aufs Bett setzen? Was soll ich mit dieser Erinnerung da anfangen? Die Tür geht nicht auf. Was mache ich jetzt hier? Und nochmal die Erinnerung, das brauchen wir jetzt nicht. Gehen hier die Schränke vielleicht irgendwie auf? Nö. Ich werde mal probieren, ob was passiert, wenn ich mich wieder aufs Bett setze. Na? Hey Kumpel, alles klar? Sie haben sich ziemlich herumgewälzt letzte Nacht. Oh, ich glaube, ich weiß warum. Ich hatte einen Albtraum. Mir geht's gut. Sind Sie okay? Hören Sie, wegen vorhin. Sie sollen keinen falschen Eindruck von mir haben. Ich weiß nicht, was die mit mir machen, aber ich bin nicht ich selbst. Ich glaube... Hm?